Willkommen, Freunde des übernatürlichen Spaßes. Willkommen bei Spoilerwarnung. Heute reden wir mal über die Top 10 Supernatural Character mit der meisten Screentime. Die ein oder andere Überraschung ist definitiv dabei. Ich werde hier auch über jeden Charakter ein paar Worte verlieren und an der Stelle schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare und welcher Charakter euch am meisten überrascht hat und von welchem Charakter ihr gerne mehr gesehen hättet. Ansonsten könnt ihr gerne unsere Playlists abchecken oder auch den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und Mitglied werden könnt ihr ebenso. In diesem Sinne fangen wir direkt mal an. Der erste Charakter auf Platz 10 ist tatsächlich Arthur Ketch mit 20 Folgen von dem British Man of Letters. Ketch ist ein Charakter, der schon einige Zeit präsent war. Er hat zum einen die Rolle des Gegenspielers, aber auch des Verbündeten gespielt. Er hat unter anderem auch mit Mary eine Beziehung geführt, mehr oder weniger. Und hat hier auch das ein oder andere nützliche Wissen mitgebracht. Allerdings muss ich sagen, war ich kein Fan davon, dass man hier die British Man of Letters in der Form etabliert hat. Ich meine, sie hatten Gegner wie Lucifer, Metatron, Abaddon und so weiter und so weiter. Beziehungsweise ging das teilweise ineinander über. Und dennoch hatten sie dann Probleme mit den British Man of Letters. Ich meine, gut, wir hatten hier auch Henry Winchester. Sie können unter anderem Zeit reisen, haben sehr viel Wissen und haben sie scheinbar die ganze Zeit mehr oder weniger überwacht. Aber ganz ehrlich, so oder so, abgeholt haben sie mich nicht. Der nächste Charakter ist Rowena McLeod mit 33 Folgen, die Mutter von Crowley. Dieser Plot, muss ich sagen, hat mir persönlich nicht so gut gefallen, allgemein Crowley eine Mutter zu geben. Einerseits ist es cool, andererseits ein Downgrade. Anfangs hatte sie Probleme mit Crowley, hat sogar Sam auf ihn angesetzt, was dafür gesorgt hat, dass Crowley kurze Zeit wieder seinem alten Ich verfällt. Im Endeffekt wurde sie Königin der Hölle, hat versucht Crowley zu retten, hat was mit Gabriel gestartet und hat hier und da auf jeden Fall einige nützliche Informationen genutzt, beispielsweise mit dem Buch der Verbannten, hat hier Lucifer kurzzeitig aufhalten können. Ich persönlich mochte sie eigentlich, im Gegensatz zu unserem Host Dennis, der mochte sie nicht so. Aber ja, ich glaube allgemein war sie jetzt auch nicht gerade der beliebteste Charakter, aber auch nicht so unbeliebt, wie man vielleicht denkt. Wahrscheinlich auch, weil sie einer der wenigen starken Frauenrollen ist. Und Hexen sind sowieso ganz cool und irgendwie eine coole Möglichkeit, normalen Menschen in Anführungszeichen wieder relevant zuzuschreiben. Der nächste wäre dann Jack Klein oder wie er sich selbst nannte, Jack Winchester. Ja, ist glaube ich so ein bisschen das Äquivalent zu Ich bin Rey Skywalker. Wer Bescheid weiß, weiß Bescheid. Jack war übrigens auch Star Wars Fan und das ist irgendwie ganz cool, denn Jared Padalecki Synchro ist Vanya Gerig, der Anakin spricht und einmal hat er sogar über Clone Wars geredet, also ziemlich cool. Jack war anfangs ein interessanter Charakter, durch seine Power als Nahfiel. Er wurde immer mehr zum Verbündeten, hat aber auch viele Fehler gemacht, wie Mary zu erledigen, welche dann Gamera überhaupt wieder zurück war. Und als Sohn von Lucifer hat man nicht genau gewusst, wie es überhaupt mit ihm weitergehen soll. Wird er ein Unterstützer der Gruppe werden oder wird er irgendwann verrückt werden? Sie haben einige Fehler gemacht und haben ihn beispielsweise versucht wegzusperren. Im Endeffekt war er aber auch der Schlüssel, um Chuck zu besiegen. Und wurde der neue Gott, hat sich mit Gamera vereinigt und den Himmel neu aufgebaut, Castiel zurückgeholt. Und das ist, finde ich, irgendwie ein cooles Ende. Denn Castiel als Gott wäre zwar cool gewesen, allerdings ist hier Jack schon besser dafür geeignet. Und dass es der Sohn von Lucifer ist, macht es, wie ich persönlich finde, umso besser. Mary Winchester ist der nächste Charakter. Und ja, John kommt in dieser Liste tatsächlich nicht vor. Was ich schade finde, denn John kam gerade am Anfang relativ oft vor. Zum Jubiläum kam er auch zurück und hat sogar Mary dann auch wieder gesehen. Mary selbst ist ein Charakter, den ich irgendwie cooler fand, als er noch nicht so präsent war. Denn als sie wiederkam, war sie zu meinen vom Alter her irgendwo gleich auf mit den Jungs. Also das war ein wenig merkwürdig. Und allgemein hatten sie eine nicht ganz so Mutter-Kind-mäßige Beziehung. Und das fand ich persönlich ein bisschen komisch. Vor allem hatten wir bereits John und sie haben gelernt, auf eigenen Füßen zu stehen. Dass es der Wunsch von Dean ist, Mary wiederzusehen. Das verstehe ich ja noch irgendwo. Aber ganz ehrlich, man hätte hier definitiv auch etwas Besseres daraus machen können. Insgesamt hatte Mary auf jeden Fall einige Screentime, hat mit dem Man of Letters zusammengearbeitet und hat unter anderem auch Jack ein bisschen Einfluss mitgegeben, wurde aber am Ende auch erledigt von ihm. Und ja, im Großen und Ganzen habe ich sie jetzt nicht so sehr vermisst, aber auch hier einer der wenigen starken Frauenrollen in Supernatural. Charlie ist auch ein gutes Beispiel,
Die ist zwar nicht in der Liste vertreten, aber da hätte ich definitiv auch gerne mehr Screentime gehabt. Der nächste wäre dann Lucifer mit 41 Episoden, der erste richtig große Gegner nach Azrael, beziehungsweise so der Hauptgegner zum eigentlichen Serienende in Staffel 5. Er hatte hier auch mehrere Hüllen, Jared Padalecki, Mark Pellegrino und. Vince Vincenti beispielsweise kam auch vor. Er war auch kurzzeitig der Präsident. Michael, muss ich sagen, fand ich auch einen interessanten Gegenspieler, der auch in verschiedener Art und Weise auftrat. Das Coole an Lucifer ist auch alles, was da mit einhergeht. Beispielsweise der Thron der Hölle, die Prinzen der Hölle und so weiter und so weiter. Er ist auch ein Charakter, der an mancher Stelle ein bisschen Zusatz zum Comedy Relief wurde. Hat dieser typische Gegner, der immer wieder kommt, quasi wie ein Freezer in Dragon Ball Z beispielsweise. Er kommt und kommt und kommt immer wieder. Und irgendwann denkt man sich so, ha, okay, Lucifer kommt wieder. Cool. Ja, das ist das Problem bei Lucifer. Ansonsten immer Top-Character. Und gerade das, er so lustig ist und teilweise auch so boshaft ist in Kombination damit, ist cool. Beispielsweise die Hallus, die Stan von ihm hatte, haben, denke ich mal, auch hier gezeigt, wie verstörend es sein kann, wenn Lucifer einen heimsucht. Und das war ja nicht mal unbedingt Lucifer. Das war ja mehr die Psyche von Sam. Der eigentliche Lucifer war natürlich auch immer ziemlich lustig drauf. Auch bei ihm haben wir gesehen, wie gefährlich es sein kann, wenn ein Engel seine Fähigkeiten verliert, aber trotzdem sein Wissen beibehält. Also auch hier, warum lassen sie Chuck am Leben? Megatron konnte wieder an Macht gewinnen und auch, ja, Lucifer konnte es. Also warum lassen sie Chuck am Leben? Klar, die können ihn überwachen, aber wir haben ja gesehen, wie gut das funktioniert hat. Ich meine, der Typ kann Multiversen vernichten. Aber im Endeffekt kann er sich seine Macht ja irgendwie wieder zurückholen. Also ich persönlich finde es ein bisschen blöd. Aber gut, Lucifer an der Stelle Top-Character. Und ja, dass er viel Screentime hatte, ist glaube ich klar. Ich glaube von den Hauptantagonisten derjenige mit der meisten Screentime. Mit einer Ausnahme, auch wenn das hierbei eher ein Protagonist ist, wie ich es finde. Doch vorab, Bobby Singer, der Vaterersatz der Jungs. Er starb zwar irgendwann, kam aber immer wieder vor, sei es als Geist oder auf der Gegenteilerde, beziehungsweise in einer Parallelwelt. Und ja, auch im Himmel hat man ihn hier und da gesehen. Er ist ein Charakter, der den Jungs sehr viel beigebracht hat. Und er war eigentlich auch nur für eine Folge gedacht, wie so mancher Charakter auch. Und später wurde er zu einem Hauptcharakter. Ich persönlich fand Bobby einen cooleren Vater als John, weil er halt wirklich sich wie ein Vater verhalten hat. Und er und Dean hatten vor allem ein sehr cooles Verhältnis miteinander. Und das hat man auch immer wieder gesehen, auch in der Zeit danach. Und deshalb muss ich sagen, fand ich persönlich Bobby auch den besseren Charakter. Er ist auch sehr gut geschrieben, wie ich finde. Aber ist halt so dieser typische Charakter, den man irgendwann halt sterben lässt, damit die Protagonisten sich entwickeln können. Und er wurde von Dick Roman erledigt. Nicht mal von Lucifer. Gut, von dem auch, aber da wurde er halt zurückgeholt. Also ja, not bad an der Stelle. Jetzt reden wir über den besagten Antagonisten, der, wie ich finde, irgendwann zum Protagonisten wurde. Unser Crowley mit 69 Folgen. Ich denke mal, dass Mark Sheppard auch ein Comeback hätte bekommen können im Endeffekt. Leider kam es nicht dazu. Ich habe auch ein Video gemacht, warum er die Serie verlassen hat. Crowley ist ein Charakter, der zu dieser typischen Kategorie gehört. Ehemaliger Schurke, wird aber später der Gute. Haben wir auch in alle möglichen Serien und Genres. Er ist der König der Hölle, aber vor allem, weil er sehr intelligent ist. Davor war er ein einfacher Kreuzungsdämon. Wir erfahren auch einiges über Crowleys Leben davor, also quasi Fergus MacLeod. Und wir haben auch seinen Sohn kennengelernt, seine Mutter. Und er hatte auch hier und da sehr viel zu bieten. Beispielsweise die Auktion, wo er seine Seele geboten hat. Das war schon ziemlich lustig. Oder auch, als er mit Castiel zusammengearbeitet hat, um das Fegefeuer zu finden, wo sie später quasi einfach mit dem Taxi hin sind. Also ja, ist schon Supernatural-mäßig erzählt worden, aber im Endeffekt auch ziemlich gut. Und ihr seid zwar gut, aber Crowley ist eben Crowley. Damit sind wir auch bei der Top 3 und ich denke mal, die Top 3 ist hier relativ offensichtlich. Zum einen Platz 3, Castiel, 139 Folgen, anfangs als Engel, der ziemlich an Gott glaubt, eingeführt und später zu jemandem geworden, der Dean folgt. Ich weiß, der Skell wurde nie so richtig bestätigt, aber irgendwie auch schon. Also ja, da haben die Produzenten ganz schön mit den Herzen der Zuschauer gespielt. Ich war nie so ein Fan von der Skell, aber für die ganzen Fans auf jeden Fall sad. Wenn ihr der Skell-Fan seid, schreibt es in die Kommentare. Castiel hat auch eine sehr gute Entwicklung hingelegt. Und er gehört zu den Charaktern, die weniger Vor- und Zurückentwicklung hatten,
beispielsweise Sam und Dean, haben sich so oft entwickelt, um sich dann wieder zurückzuentwickeln, um quasi dieselbe Heldenreise nochmal zu durchleben. Und diesen Zyklus hat Castiel, wie ich finde, irgendwie durchbrochen. Er hatte verschiedene Phasen. Er war mal der Anti-Held, er wurde zu Gott, zum Pazifisten, zum alten Engel, zum genervten Engel und. Am Ende hat er Jack geholfen, den Himmel wieder aufzubauen und hat auch den Platz eingenommen, den er verdient. Also Castiel, meiner Meinung nach, Top-Character. Platz 2 wird viele überraschen, denn tatsächlich ist es, ja, Dean Winchester. Er hat nämlich 336 Folgen. Und Sam kann ich auch direkt ergänzen, 337 Folgen, also sie haben fast gleich viele Folgen. Über die beiden muss ich, glaube ich, nicht so viel sagen. Ich persönlich mag Dean ein bisschen mehr, manche mögen Sam ein wenig mehr, die meisten zwar Dean, aber es gibt auch Sam-Fans. Und im Endeffekt sind sie halt die Protagonisten, also über sie muss ich nicht so viel reden. An der Stelle also gerne eure Meinung dazu in die Kommentare und das nächste Video erscheint, wenn es erscheint. Bis zum nächsten Mal, ciao und tschüss.